Hallo ihr Lieben, eine seltene Formation heute hier vor der Kamera, Frank und ich. Wir haben Moin. was Besonderes vor. Eigentlich hat Frank was Besonderes vor. Ich bin heute nämlich nur Beisitzer. Und zwar würde Frank heute euch nämlich ganz gerne mal seine Anlage, seinen Vorschlag für eine ungefähr, sagen wir mal, 5.000 € teure Anlage vorstellen. Und das war die Einleitung. Und bevor wir das aber machen, wollen wir erstmal euch nochmal einen Musiktipp geben. Denn das machen wir immer vom Video. Ich Genau. habe viel zu weit ausgeholt. Genau, was hast du mitgebracht? Ja, von meiner Seite aus war das letzte Vergleichsvideo ein Video mit Jannis. Da hatten wir ELAC-Boxen verglichen aus der WLA-Serie und Jannis hatte die Zuschauerkarte gezogen und hat gesagt, was meint ihr denn? Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es zwischendurch gesagt wurde, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen Kommentare, die dazu gekommen sind. Und was mir aufgefallen ist, nicht alle Lieder waren jetzt so richtig audiophil, sondern es ist oftmals auch emotional gewesen. Einer hatte zum Beispiel geschrieben, dass er eine schwere Zeit durchgemacht hat und I Will Survive als Okay, na Wahnsinn. Lied, was ihn Okay. berührt. Das habe ich so aufgenommen. Und Toll. von meiner Seite aus schlage ich euch heute vor Maggie Reilly. Die kennt man noch von damals aus der Zeit mit Mike Oldfield. Die hat ein Past, Present, Future Best-of-Album gemacht, wo diese bekannten Lieder Two Friends, Foreign Affair, Moonlight Shadow nochmal neu aufgelegt worden sind. Und das habe ich mir eben gerade nochmal angehört hier auf der Anlage und hat mir sehr gut gefallen. Cool. Also ich hab nicht was super Audiophiles mitgebracht, muss ich sagen. Ich bin da denn mehr emotional. Ich finde, Tom Jones ist ein Hammersänger und ich könnte jetzt ziemlich viele Lieder vorschlagen, die ich richtig toll finde. Aber hört euch mal an, die meisten von euch werden das kennen natürlich, She's a Lady. Finde ich ein Hammerlied, ist ein gute Laune-Lied. Ich höre Musik auch immer dann, nicht unbedingt, wenn ich es emotional brauche, sagen wir mal, dass man dann mal Musik hört. Ich tue es natürlich, wenn ich in der Küche bin, wenn wir kochen zusammen in der Familie und so weiter und so weiter. Und da finde ich emotionalen Sachen toll. Da gehört bei mich Tom Jones wie auch, was weiß ich, Jamiroquai dazu. Und das ist gute Laune Musik und deswegen von mir diese Empfehlung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ja, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um meine Traumanlage, nennen wir das ja, in der Preisklasse 5.000 €. Und ich muss sagen, das ist ja eigentlich schon das große Ja, Staffelfinale. genau. Ihr habt alle schon eure Anlagen vorgestellt. Und natürlich geht es um persönlichen Geschmack, aber Männer sind so. Es ist auch ein kleines bisschen Challenge dabei. Natürlich. Und ich habe gemerkt, dass ihr alle versucht habt, das Maximale herauszuholen. Logo. Keiner hat irgendwie in den Preislagen Kabel mit erwähnt. Es wurde alles in Ah, Geräte okay, das sind investiert. Feinheiten. Genau. Jannis ist am härtesten rangegangen. Der hat auch gleich die gesamte Elektronik weggelassen, nur aktiv Boxen gespielt. Ich bin eigentlich mehr der Komponententyp. Also ich hätte eigentlich Lust gehabt, hier DAC und Streamer und Verstärker und alles separat aufzustellen. Aber ich habe es mir immer wieder durchgerechnet. Zu hoch, ne? Es Ja, kommt nicht hin. 5.000 € ist so wahnsinnig viel Geld, muss man ja absolut. ehrlich sagen. Ist es. Aber ich spare mir das auf für die 10.000 € Und Traumanlage das kommt. oder höher. Und Genau, das da wird werde ich mit kommen. Komponenten auffahren. Ich habe heute für euch den Cambridge Evo 150 ausgewählt. Der Evo 150 ist vor, ich weiß nicht ganz genau, ein, zwei Jahren irgendwie auf den Markt gekommen, damals für 2.500 €. Und im Zuge, dass alles teurer wird, haben sie den mal auf dezente 3.000 € EVP angehoben. Wir haben ja gesagt, wir kämpfen mit harten Bandagen hier. Ich gehe von dem aktuellen Preis aus, den wir nehmen. Wir bieten das Gerät bis auf Weiteres für 2.250 Ja. Euro an. Es gibt bei uns im Webshop einen Coupon, wo man den entsprechenden Abzug von 750 € bekommt. Das Gerät hat mich deswegen fasziniert, weil er Anschlussmöglichkeiten bietet wie eine Ja. Komponentenanlage. Ich habe XLR in, ich habe zwei optische in, ich habe Coax digital in, ich habe natürlich auch analoge Eingänge, ich habe HDMI,
Ich kann per USB-Stick abspielen, ich kann streamen per Apple AirPlay, per Bluetooth, per Chromecast. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr geht eigentlich nicht. Ja. Dazu natürlich auch die Haptik, dieses tolle Display, das schöne Gehäuse. Und Cambridge soll ja auch noch einen CD-Player dazu rausbringen. Schon etwas länger. Da warten wir schon länger drauf, aber der wird definitiv kommen. Ja. Insofern kann man es auch auf Medien ergänzen und man kann natürlich auch einen Plattenspieler anschließen. Dort ist sogar auch ein Phono-Eingang integriert, anders als bei anderen Cambridge-Geräten. Also HDMI, hatte ich HDMI gesagt? Hast du gesagt? Hatte ich gesagt. Lässt wirklich keine Wünsche offen, das Gerät. Man kann es per App bedienen, man kann es per Fernbedienung bedienen. Also es kommt nahe der Komponentenanlage und für das Geld aus meiner Sicht wirklich eine Top-Komponente, die ich mir auch selber ohne weiteres zu Hause hinstellen würde. Ich hatte mal ein Video gemacht, da ging es darum, die Gewichtung. Was ist eigentlich für den Klang entscheidender? Ist für den Klang entscheidender, mehr Fokus auf den Lautsprecher zu legen oder mehr auf den Verstärker? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Lautsprecher eigentlich wichtiger sind. Deswegen hätte man natürlich auch noch überlegen können, man nimmt eine Technics-Anlage für 1.000 Euro all-in und noch teurere Boxen dazu. Das hatte ich dann aber schon als unharmonisch empfunden. Und nochmal, es geht ja um meinen Geschmack in dem Falle. Finde ich auch. Wir beraten hier die Kunden ja nicht nach unserem eigenen Geschmack, sondern wir versuchen mit den Kunden gemeinsam, deren Anlage herauszufinden. Aber in diesem Fall würde ich sagen, das letzte Quäntchen Klangqualität ist mir nicht ganz so wichtig. Mir geht es auch um Funktion, mir geht es um Haptik, mir geht es um Design. Aber ein Standlautsprecher sollte es sein, weil ich bin Standlautsprecher-Fan. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich bin dann auf die soliden Canton Taunus 90 gekommen. Schöne die Box. Sind relativ neu, die ist spitzenmäßig verarbeitet. Und die ist sehr nah an der Vento dran, die nicht mehr Budget gewesen wäre und deutlich oberhalb der GLE. Wir haben hier 1.299 Euro das Stück in der Ausführung. Und damit bin ich tatsächlich, mit dem Aktionspreis bin ich unter 5.000 Euro. Ganz genau. Ich spiele hier mit dem Goldkabel Chorus. Du bist der Einzige, der das erwähnt jetzt. Ja, ich muss es erwähnen. Ja, ist auch richtig so. B-Wire angeschlossen, ich habe die Brücken rausgenommen. Ich habe ein etwas besseres Stromkabel, auch von Goldkabel genommen als das Standardkabel. Ich habe natürlich ausgefasst. Ich habe auch ein LAN-Kabel von AudioQuest genommen für 60 Euro, so ein Pearl. Das steht dem Verstärker gut. Ich weiß, die Kabeldiskussion ist so lala, aber in diesem Fall ist es auch für das gute Gefühl. Ja, ja. Ich finde das stimmig. Genau. Ja, soweit zu der Anlage. Ich komme mir so ein bisschen vor, als wenn ich in der Schule jetzt so einen Aufsatz vortragen muss, so einen eigenen. Genau. Weil es ist eine andere Situation, wenn ich jemandem etwas vorspiele, als wenn ich hier meine eigene Meinung vertreten muss. Da fühlt man sich gleich so ein bisschen in die Pflicht genommen und beobachtet. Aber dazu stehe ich, das gefällt mir. Und da es ja das Staffelfinale ist, habe ich mir noch eine Sache überlegt, das habe ich mit Lukas kurz vorher noch abgesprochen. Und zwar, damit ihr noch den Vergleich habt, wie die Anlagen klingen, spiele ich heute zwei Lieder. Und zwar ein Lied aus Marks Setup und ein Lied aus deinem Setup. Ja, okay. Wir können die Videos von euch nochmal verlinken. Und das wäre gut. Lukas wird das am Ende des Videos, wenn wir fertig sind mit unserer Bewertung, nochmal so zusammenschneiden, dass das gleiche Lied praktisch hintereinander nochmal läuft auf den drei Anlagen. Perfekt. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Anlage euch im Zweifelsfall am besten gefallen hat. Ja, Hajo. Wollen wir loslegen, oder? Ich versuche dich jetzt von meiner Anlage zu überzeugen. Bist du schon überzeugt? Ja, jetzt schon. Gut. Also ungehört. Ungehört, ja, allein also, schon. Ja, ne, allein weil ich das, was du sagst. Weil ich sie so angepriesen habe. Genau. Das erste Lied, das war in Marks Video drin, hat mir gut gefallen. Frauenstimme von Jordana Teitsky. Das Lied heißt Spark und los geht's. Rose-colored glasses do wonders when there's a spark.
Willst du mich fragen? Ich lasse dir das für den Vortritt. Alles klar. Wie hat es dir gefallen? Also sehr gut, absolut sehr gut hat es mir gefallen. Und zwar, worauf ich achte, ist so die Instrumente an sich. Das war ja der Besen, der auf dem Fell sozusagen sich bewegte. Mhm. Das konntest du sehen. Du kannst diesen Besen sehen, diese Bewegung des Besens konntest du sehen. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass im Refrain oder sowas im Hintergrund praktisch die Gitarre einsetzt, die sehr hallig ist praktisch. Die schafft mir einen großen Raum. Und zwar witzigerweise die Stimme im Vordergrund, aber die weit hinter. Also die war auch wirklich weggerückt von uns praktisch. Und der Raum wurde super gezeigt. Man fühlte sich in der Musik. Das ist mir wichtig, dass ich mich auch dabei fühle sozusagen. Und hat mir super gefallen. Ganz klarer Klang. Also für mich war das sehr, sehr klar. Die Stimme war gut. Ich hätte durchaus, Klaas, bei vielen, denke ich mal, Zuschauern vielleicht auch immer so, ja, wird das denn nicht scharf? So, das finde ich nicht. Also ich persönlich hätte noch lauter gemacht. Also nicht, weil ich alte Ohren habe und das vielleicht nicht mehr höre, sondern tatsächlich, weil ich Lust habe, es lauter zu machen. Und da hätte ich keine Schärfe bei empfunden. Mhm. Kann man gerne noch mal testen, aber ich glaube kaum, dass ich oder dass überhaupt scharf werden würde. Es ist wunderbar klar. Bei so einer schönen Frauenstimme finde ich das persönlich auch richtig gut. Mhm. So wie bei Carolino oder bei anderen Frauenstimmen eben halt, wo ich genau das mag. Die singt, glaube ich, auch live genau so. So würde ich sie erleben. Mhm. Das Gefühl hatte ich eben. Hat mir sehr gut gefallen. Ausgesprochen gut. Übrigens vielleicht ein weicher Faktor. Wir sitzen 3 Meter ungefähr vom Display entfernt und ich kann also mindestens schon mal Spark lesen. Ja, also ich meine, das soll was heißen. Ja. Mein eines Auges 55, das andere auch. Addier das mal. Aber auf jeden Fall, das war wirklich, kann man wirklich lesen, das Ganze. Und das finde ich persönlich übrigens auch echt gut. Habe ich übrigens auch von Kunden schon gehört, dass das ein Kaufargument manchmal ist, dass man sagt, das kann ich lesen, das finde ich gut. Ja, Cambridge ist mit dieser Anlage echt ein großer Wurf gelungen. Das hat bei uns definitiv auch gleich Raum eingenommen. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Das muss ich auch sagen. Freut mich erstmal, dass es dir gefallen hat. Ich komme zu dir zur Musik hören, das können wir schon mal festlegen. Ich kann dich sonst auch mal beraten, wenn du was für dich zu Hause suchst oder kannst so. Kannst du auch, Mann. Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass die Canton sich im Laufe der Jahre wirklich noch mal weiterentwickelt hat. Also früher, wir machen das Geschäft ja schon ein bisschen etwas länger, und war Canton nicht unsere erste Wahl unbedingt. Böse Zungen sprechen von der Taunus-Abstimmung, irgendwie viel Höhen, viel Bässe, wenig Mitten. Das ist nicht mehr so der Fall, sondern die Box klingt wirklich sehr ehrlich auf der einen Seite. Da wird nicht irgendwie künstlich Spektakel gemacht. Es wird aber auch nichts weggelassen. Also diese Stimme, diese Klarheit und dieser Schmelz, der da mit drauf war, das hat mir auch sehr gut gefallen. Der Besen am Anfang fällt einem natürlich auf. Mhm. Und der Spagat aus Wärme und Klarheit, der hat mich auch fasziniert. Mhm. Hinzu kam tatsächlich diese tolle Räumlichkeit, die mir auch gut gefallen hat. Und die Stimme war, Räumlichkeit ist immer ein Gegenspieler von Präsenz. Es gibt Lautsprecher, die sind so präsent, dass man fast keine Details mehr hört. Es gibt Lautsprecher, die sind so räumlich, dass man das Gefühl hat, der Sänger oder die Sängerin singt aus dem Nebenraum. Und hier ist auch da eine sehr gute Abstimmung gelungen. Also bis dahin ein toller Vortrag. Ich dachte, im Bass könnten sie vielleicht noch einen Ticken mehr, aber gegen Ende des Stücks setzte noch eine Bass-Sequenz erst ein. Genau, das ist es. Und es war kein Bass eigentlich da. Genau, so, und deswegen war ich dann auch überzeugt, dass auch hier nichts fehlt, weil Standbox, mehrere Basslautsprecher, da erwartet man ja auch ein bisschen was. Ne? Man hält Bells an oder so und dann wird das wohl klappen. Gut, also erster Eindruck, sehr gut, sehr positiv, sehr stimmig. Hast du schön ausgesucht. Ja, freut mich, vielen Dank. und dann aus deiner Anlagenvorstellung haben wir nochmal alte Fotos übernommen von Coffee Shop Company. Ja. Leichtes Kontrastprogramm. Absolut. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr das Video seht. Zu der Musik, die wir eben gehört haben. Aber das kann ich auch nochmal von mir persönlich sagen. Ich habe wirklich auch einen ausgesprochen allroundigen Musikgeschmack. Es geht nach Stimmungslage und ich kann mich da in verschiedenste Sachen auch rein denken und rein steigern. Ich hatte auch mal, glaube ich, eine Phase, da war ich auch nicht so gut drauf. Das war vor 25 Jahren, da habe ich immer Nirvana gehört. Das ist dann auch das Richtige für mich damals gewesen. Ja. Höre ich heute immer noch gerne, muss ich sagen, aber dann mit anderer Stimmung. Ja. Ne? Wie auch immer. Ja, kann ich verstehen. Also, alte Fotos.
wir sagen, ist ungefähr erfunden. Alles, was wir tun, tun wir ungebunden. Alles, was wir haben, ist ein fremdes Leben. Ja, also wirklich ein Kontrastprogramm an der Stelle. Hier war natürlich mehr los. Das Ganze ist komplexer gewesen. Das akustische Schlagzeug an der Stelle hat mir gut gefallen. Das ist in einigen Bereichen sehr körperlos. Da erwartet man eigentlich, dass ordentlich was kommt, weil man es auch im Auto vielleicht so kennt und dann kommt nichts. Hier merkte man auch bei gar nicht so exzessiver Lautstärke, das Volumen und den Körper des Schlagzeugs. Genau. Bei der Stimme, da war ich so ein bisschen unsicher. Die Jordana, die kam wirklich aus der Mitte. Hier war die Stimme etwas mehr auf die Boxen verteilt, hatte ich das Gefühl. Und dann ist ja noch so eine zweite Stimme oder so dahinter gemischt oder gesampelt. Die war aber noch ein bisschen weiter außen. Ich denke, dass es mit der Aufnahmetechnik auch zusammenhängt. Hier haben wir auf alle Fälle aber auch wieder eine große Bühne gehört. Ja. Und die Bühne hatte genügend Platz, diese ganzen Effekte auch unterzubringen, auch die Stilelemente unterzubringen. Und deswegen muss ich sagen, hat sich auch da die Canton in Kombination mit dem Cambridge, also die Anlage, gut geschlagen. Ja. Und es war halt nicht... du nennst es scharf, ich würde es eher aggressiv nennen. Es war nicht aggressiv in dem Fall, es war nicht irgendwie metallisch oder so, es klang wirklich analog schön, so wie ich mir das auch vorstelle. Was mir dann auffiel und dir natürlich auch, war, als der Bass einsetzte, also das war ja auch erst nach einer gewissen Zeit, und dann setzte er ein und dieses Sonore im Hintergrund immer da ist, war immer präsent, der war immer zu hören. Das ist manchmal, der geht manchmal unter in der Gesamtheit der Musik. Und hier überhaupt gar nicht. Also wenn er denn da war, war er völlig da. Die Canton hat das richtig gut wiedergegeben für meinen Geschmack. Es hat Spaß gebracht. Ich würde hier wieder, muss ich gestehen, ich hätte wieder lauter gemacht. Also um das noch, es ist für mich noch effektvoller dann im Moment. Ja. Ich habe ja mal, du kennst Malte auch, einen Freund von mir. Und den habe ich mal gefragt, er war hier, der ist Musiker und spielt vor Gott. Und ich hatte ihn mal gefragt, er hatte eine Aufnahme von sich dabei. Und dann wollten wir das mal testen und dann meine ich, wie laut spielst du? Und dann meine ich, mach mal lauter. Das war so laut nachher. Das ist aber live sein Instrument. Das heißt also, eigentlich ist es verhältnismäßig laut. Das weiß jeder von euch auch. Gehe auf ein Konzert, geh mal ins klassische Konzert. Das ist eine gewisse Lautstärke, wo wir noch nicht mal jetzt ganz rangegangen sind. Ich würde sagen, so viel Spaß macht das, dass ich sage, mach lauter, super, toller Song. Also hat Spaß gemacht. Kann ich gar nichts beifügen. Was du jetzt gesagt hast, kann ich gar nicht hinzufügen. Ich fand, das war super. Das war, die Musik hat einen berührt, man hört dahin und will auch den Text nochmal so mitkriegen und so weiter. Klasse. Also wunderbar. Wie man die Anlage dann zu Hause benutzt, ist ja sehr unterschiedlich. Und ich hatte letzte Woche hier eine Vorführung mit einem Kunden, der kam schon so rein, er hatte sich ein bisschen belesen und kam so rein, wollte diese belesenen Sachen mal live erleben. Und er hatte unter anderem gelesen, was man ja auch so kennt, dass eine gute Anlage sich dadurch auszeichnet, dass sie auch leise gut spielt. Und wir hatten angefangen und mit einem Verstärker in der Preisklasse, den er sich auch vorgestellt hatte. Und das war auch okay, muss ich sagen. Aber er war nicht happy. Und er meinte, ja gut, vielleicht liegt es auch an mir. Es war zwar alles da, aber es hat ihn im leisen Bereich nicht mehr abgeholt. Kaum haben wir lauter gemacht, wurde es gut. Und wir sind dann auf den, tatsächlich auf den Evo gewechselt, und zwar auf den kleineren, auf den 75er. Ja, ja. Und der hat das deutlich besser gemacht. Also auch im leisen. Im leisen Bereich, genau. Und ich weiß, dass viele Leute gar nicht so leise hören wollen oder auch können. Und insofern diese leise Wiedergabe durchaus auch wichtig ist. Und das habe ich gerade mit dem Cambridge getestet, funktioniert hier auch sehr gut. Das ist nur noch mal so eine Praxiserfahrung am Rande.
Ja, dann. Das war schon, ne? Haben wir eigentlich schon. Auf zur 10.000 Euro Klasse, meinst du? Ja, genau. Dann haben wir die 5.000 Euro Klasse abgeschlossen. Genau. Nochmal zu dieser Aktion mit dem Cambridge Evo 150 für aktuell 2.249 Euro. Wir können euch nicht garantieren, wie lange Cambridge das durchhält. Es ist keine dauerhafte. Wahrscheinlich Ende des Jahres, wir wissen es nicht. Also das muss man fairerweise sagen. Es wird als Inzahlungnahme deklariert. Wir machen es aktuell mit einem Gutscheincode. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, schlagt lieber kurzfristig zu, weil wenn Cambridge uns die Unterstützung nicht mehr gibt, können wir den Preis auch nicht mehr halten. Ihr wisst selber, wie es dieses Jahr war. Kaufzurückhaltung hier und da aufgrund der Verunsicherung. Und da sind die Hersteller natürlich auch nicht auf ihre Zahlen gekommen. Und die geben jetzt noch mal ein bisschen Unterstützung. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Test. Ich habe so viel gesagt, dann würde ich sagen, machst du jetzt die Verabschiedung. Ja, dann würde ich sagen, auch vielen Dank. Vielen Dank für den Test. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in dem Fall mal. Es bringt Spaß, mit dir auch mal vor der Kamera zu sein. Es passiert ja selten, dass wir beide das schaffen, ehrlich gesagt. Aber das fand ich richtig, richtig gut. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Lasst mal Kommentare da, schreibt was dazu, wie ihr das seht. Vielleicht eure Traumanlage könnt ihr auch mal benennen, dass ihr sagt, was interessiert oder was findet ihr toll für den Bereich. Vielleicht habt ihr durch Zufall genauso eine Anlage zur Auswahl. Das ist unsere Anlage. Das lesen andere auch wiederum ganz gern, weil ihr lest ja, das ist das Tolle bei der Community, ihr lest ja wirklich untereinander natürlich auch die Kommentare dann noch und so weiter. Also das wird auf jeden Fall schon mal super sein. Ihr wisst, was wir an dieser Stelle immer sagen, lasst ein Abo da, da freuen wir uns wirklich sehr drüber und wir erklären jedes Mal, würde ich nicht sagen, aber warum, es hilft uns wirklich auch von der Industrie wahrgenommen zu werden, dahingehend, dass wir Ware mal zugeschickt bekommen, das ist schon wirklich schon deutlich besser geworden, dass wir Ware mal zugeschickt bekommen. Also wir werden gefragt, wo, sag mal, wollt ihr das mal testen? Und dann testen wir es auch. Das hilft, wenn man viele Abonnenten hat tatsächlich, weil die Industrie einen wahrnimmt. Also da die Bitte, es kostet euch gar nichts, das Ganze. Das ist für euch kostenlos und uns bringt das wirklich was. Also einmal draufdrücken, auf Abonnieren, dann ist das schon erledigt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Wer jetzt noch Lust hat, der bleibt noch einen Augenblick dran und kann dann noch den Zusammenschnitt der Musikbeispiele aus den anderen Videos im direkten AB-Vergleich hier sehen und hören. Also, ciao. Bleibt gesund, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Fotos verdammt. Wir haben es Liebe genannt.
wir tun, tun wir ungebunden. Alles, was wir haben, ist ein fremdes Leben.